Moin meine Leute, ich bin Lilcombs Brain oder Erfundingan und begrüße gerade dich zu einer neuen Folge vom Stone Story RPG. Wo kam er denn jetzt gerade her? Freunde. Herzlichen Dank an The Brain Fan. Shoutouts an dich in die Kommentare und natürlich auch an den Kommentarschreiber vom letzten Part, der auch diesen letzten Part wieder geschrieben hat. Und zwar, ich habe das Schild quasi falsch rum gebaut. Ich wusste nicht, dass dieses Spiel wirklich so komplex ist, Freunde. Das Ding ist, ich habe auch dieses Vitalitätsschild gebaut. Allerdings habe ich immer erst das Schild reingepackt und dann die Vitalitätsrune. Wenn du allerdings erst die Vitalitätsrune und dann das Schild hinpackst, kriegst du andere Attribute. Das sieht man immer daran, dass hier zum Beispiel steht DU, hier D, DU. An dem Ding steht nämlich zum Beispiel dran AHA. Und das steht dafür, dass man eine 30%ige Chance hat, 2 Gesundheit zu heilen, wenn man angegriffen wird. Dafür steht das H. Das A steht Rüstung pro Ätherfeinde, das ist eigentlich nicht so wichtig, aber das hier unten, dieser H. Das ist sehr wichtig, weil dadurch heilst du dich, weil er ja so oft angreift, dauerhaft immer wieder einen rein und gehst halt nicht drauf. Und das ist ziemlich smart und deswegen schaffen wir es jetzt auch, umzubringen. Und in diesem Part hoffentlich weiter voranzukommen. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich nochmal bis hierhin spielen müssen und nochmal diesen ganzen Bossfight durchspielen müssen. Weil das ist irgendwie... Ich fühle mich ein bisschen schäbig, den so zu besiegen. Weil man fühlt sich nicht so richtig so... Ist das jetzt richtig, wie man ihn tötet? Sollte man das so machen? So, das fragt man sich dann jetzt. Aber I did it like that and he's dead. 30 Erfahrung. Right on the bat. Und der Triskelstein, Freunde. Alright, gucken wir uns den Triskelstein an. Müssen wir gleich erstmal in den Details schauen, was der so Schönes macht. Aber damit sind wir jetzt auf der kaputten Brücke und werden bestimmt irgendwas herstellen müssen, um darüber zu kommen. Überreste einer Seilbrücke schwingen über einen gähnenden Abgrund. Dahinter erstreckt sich ein großes Gebäude, kaum sichtbar durch den Schneesturm. So, und ich muss mal einmal ganz kurz hier den Sound ein bisschen lauter stellen. Der war gerade nämlich, als ich das nebenbei laufen habe lassen, ein bisschen laut. So soll es jetzt aber gehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt die kaputte Brücke, haben ein neues Item bekommen, und zwar den Triskelstein. Und der Triskelstein macht ein Bewegungsgeschwindigkeit. Interessant. Wird wohl später sehr wichtig sein. Wir müssen jetzt Bretter herstellen und haben eine Verzauberungsfusion. Pro was? Wahrscheinlich kann man dann die... Bro, what? What? Da kann man wahrscheinlich die ganzen Dinger miteinander fusionieren. I don't know. Something's crazy is happening. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz viel Holz. Und Holz findet man im Totholz, in der Totholzschlucht. Da rasen wir jetzt einfach mal hier ein paar Mal durch. Ich werde extra etwas wählen, was recht simpel ist. Und ist das nicht eine Axt, mit der man die Bäume abbauen kann? Weil die Bäume abzubauen wäre jetzt eigentlich ziemlich schmort. Und dann nehmen wir jetzt halt so eine Popelaxt mit. Setzen das auf 1. Und setzen dann die krasse Kriegsaxt. Krass ist die noch nicht wirklich. Die setzen wir auf 2. Weil dann können wir ihm immer einen vor den Latz hauen. Da hatte ich aber auch irgendwas, was besser war. Ich erinnere mich an irgendwas, was besser war gegen den. Was auch reingehämmert hat. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Nun gut. Ja, hier können wir einfach jetzt one-hitten und manchmal das Schwert benutzen, wenn es denn so sein soll. Ja, es läuft irgendwie noch nicht so gut. Es läuft irgendwie überhaupt nicht gut. Ja, hier jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen hacken. Aber das bedeutet ja so viel, wie wenn wir jetzt gerade einfach nur Bretter herstellen sollen, wofür wir 300 brauchen, ist das wahrscheinlich nach den 300 dann. Und dann können wir in diesen neuen Bereich gehen und haben dann tatsächlich einen komplett neuen Bereich, den wir uns angucken können. Und ich bin sehr gespannt, wie das so läuft. Kriegen wir dich wohl direkt jetzt am Anfang tot? Ich weiß gar nicht mehr, wie schwer du warst. Ja doch, dich kriegen wir auf jeden Fall platt. Weil ich weiß auch nicht, ob der viel Holz droppen lässt. Weil eigentlich müsste das schon viel Holz droppen, weil ich meine, es ist ein Baum. Du wirst nie nach Akropolis aufsteigen, ja. Watch me, take a good life and change one day and one night. Okay, reden wir nicht drüber. Uroborusstein, gib ihm. Ich will eh auf der Schwierigkeitsstufe bleiben. Da können wir jetzt auch direkt hier wieder rein. Hier weiter die Bäume abhaxeln. Wir müssten jetzt gleich sogar eigentlich schon, ja, 240. Das geht schon.
Muss jetzt gleich trotzdem einmal kurz vor. Ja, ich verschwinde jetzt vielleicht sogar schon. Immer wieder schön hier neu rein. Alles abbauen. 250 haben wir jetzt schon. Ja, das geht auch ganz gut voran. Wir haben halt sehr viel Holz schon jetzt in letzter Zeit verwendet, als man irgendwie jetzt so eine Werkbank oder sowas herstellen musste. Und auch bei den Tränken. Da haben wir das auch verwendet, da erinnere ich mich noch dran. Dementsprechend ist das vielleicht ein bisschen knapp geworden dadurch die Ressource. Kommen hier nach noch Bäume? Wäre nämlich ganz schön. Vielleicht habe ich sogar eine bessere Kriegsaxt, aber ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt. I don't know. Wie auch immer. Hier ist ein dicker Baum. Sehr schön, da können wir uns eine Menge von mitnehmen. Schub, 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 schub. Hacken, hacken, hacken. Jawohl. Ja, will ich jetzt einmal gegen den Kämpfer kommen? Einmal können wir ruhig machen. Gib ihm. Bringt ja letztendlich auch alles nur Erfahrung, ne? Ich meine, warum sollte man das nicht machen? Guck mal, und wenn wir jetzt den fast tot haben, dann machen wir es doch jetzt einfach mal so. Warst du das der... Nee, du, ne? Nee, du? Ja. Nee, auch nicht. Den. Den habe ich gesucht. Erfahren. Ich habe jetzt nämlich die Errungenschaft erfahren bekommen. Was bedeutet die denn? Benutze den Erfahrungsstein im Kampf. Guck mal, dadurch haben wir jetzt nämlich mehr Erfahrung bekommen, dass wir den dadurch umgebracht haben. Das ist doch schick. Uroboros. Hoffentlich kommen wir jetzt direkt an den Baum hier in der ersten Dings. Jawohl. Weil dann müssten wir jetzt, glaube ich, schon direkt auf 300 sein. Dann können wir verschwinden. Ja, genau 300. Wir werden trotzdem öfter dahin noch gehen müssen, weil Holz ist immer eine Ressource, die sehr wichtig ist. Keine Frage. Ein Schild und eine Armbrust. Alright. Bretter herstellen. Holz wird geformt. Alright. Alright. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr verrückt, dass man halt je nachdem, wie man etwas miteinander verbindet, andere Attribute bekommt, weil das macht das Ganze jetzt natürlich ein bisschen sehr viel komplizierter. Also wenn man die 5-Sterne-Dinger hier alle jetzt hinkriegen will, dann kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön hart ist. Dass das ganz schön abgehen kann. Durchaus. Durchaus. Aber gut, wir warten jetzt mal drauf, dass die Brücke repariert wird. Und dann kommen wir tatsächlich in einen komplett neuen Bereich. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon ausgerüstet sind, weil manchmal ist es ja so, dass man dann doch schon die Materialien dafür hat, um da hinzugehen. Die Brücke überqueren. Let's look! Ich bin sehr gespannt. Okay. Hier kann ich noch keine anderen Items auswählen. Ich kann noch nicht pausieren. Dementsprechend werden hier eigentlich keine Gegner kommen, soweit ich weiß. Yo, wer bist du? Warum kommen da Steine, Schätze hoch und Menschen? What just happened right there? Okay, wir kommen auf jeden Fall... Ist das jetzt schon Akropolis? Sind wir wirklich bei diesem riesigen Tempel? Yo! Das ist mal ein Eingang. Moin. Die Tür steht auf. Und wir sind im Tempel, Freunde. Ja gut, ich bin mir... Irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nicht weit kommen werden. Just a feeling. I don't know. Yo, wer bist du? Möge Nagara ja uns empfangen. Keine Sorge, ich habe meine Maske entfernt, um die Monde beim Reinigen des Eingangs besser zu sehen. Du solltest deine Maske tragen, sonst denken die Wachen vielleicht, dass du ein Eindringling bist. Gedanken an Reisen erinnern mich an das große Fest. Möchtest du es mit mir singen? Ja. Oberste Schlange wird uns in eine neue Welt führen, denn Rauder wird zurückkehren und alle Fehler sehen, die an seiner Stelle gemacht wurden. Er wird jammern, ein Jammern, das so laut und lang ist, dass die Welt zittert. Mit dem großen Zittern werden Boden und Himmel sich bewegen. Bewegen, bis sich der Strom der Stille mit Totholzfluss vereint. In dieser Einheit wird alles ein helles Grün werden. Das war das von eben. Von diesem Grün aus soll Akropolis vom Himmel fallen. In diesem Fall werden die Akroniker Rauder sehen und eine große Schlacht schlagen.
Diejenigen, die kämpfen, werden ein Fest für die oberste Schlange sein. Mit diesem Fest wird Nagaraja wachsen und wachsen, bis es die Monde verschlingt. In Nagaraja wird sich eine Welt neu formen. O großer Nagaraja, wir warten auf das große Fest. Es wird später ein Opfer geben, vielleicht sehen wir uns dort. Das Problem an der ganzen Geschichte, was ich jetzt schon mitbekommen habe, ist, ich habe keine Maske. So, guys, we're fucked. We're super fucked. So, wir gehen natürlich auf jeden Fall mit dem Sichtstein erstmal hier durch den Tempel, weil wir gar keine Ahnung haben, was uns hier erwartet. Und was überhaupt die Gegner sind oder irgendwas. Oft ist es aber so, dass man den ersten Stern fast geschenkt bekommt. Also den ersten Stern kann man eigentlich fast immer durchgehen, das ist nur Storytelling. Meistens. Da ist ein Wurm. Moin Wurm. Das ist ein Background-Wurm, Freunde. Der ist nicht böse. Hi. Eine Kultwache. Schwäche Eis. Vermutet, dass es sich um ein mehrstufiges Marketingprogramm handelt. Alter, das ist einer von... Das ist eine Schneeballwache. okay. Also gegen ihn ist Eis gut. Yo. Gegen ihn ist Eis sehr gut. Möchte ich sagen. Okay, zwei Erfahrungen. Heftig. Heftige... Was ist das da für eine Schlange? Das wird doch der Boss am Ende sein. Ich sehe es doch schon kommen, ey. Halleluja. Okay, was haben wir hier Schönes drin? Zwei Armbrüste. Giftzauberstab. Alright, alright, alright. Kann man machen, kann man machen. Was macht denn DU? Feinde sofort auszulöschen. Gegen Feuerfeinde. Spritzer. Mhm. Das war aber Äther, Yannick. Du hast das komplett Falsche gelesen. 5 Schaden gegen Giftfeinde. Okay, die haben also Gift. Haben wir gerade eben schon gesehen. Dadurch greift man langsamer an. Haben wir schon alles mitbekommen. Kennen wir schon. An und für sich. Ich möchte jetzt natürlich gerne den Zauberstab hier verbessern. Haben wir jetzt wenigstens schon mal 3 Schaden damit. Ist immer noch nicht so viel, aber it's something. Genau, den haben wir auch schon ausgerüstet. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was uns erwartet. Kultivierte Fans. Mhm. Die haben aber auch eine Armbrust. Das ist ein bisschen kritisch. Vielleicht ist es... Ah, ist jetzt die Frage, ob wir nur mit dem Zauberstab arbeiten wollen. Oder ob wir uns noch ein Schild nehmen, wisst ihr? Weil das Schild, was wir uns gemacht haben, ist echt nicht so schlecht. Okay, wir haben ganz schön viel Gift jetzt gerade hier reingedrückt bekommen. Oder halt diesen Debuff auf jeden Fall reingedrückt bekommen. Gegen dich wird auch Eis gut sein. Wenn gegen ein Eis gut ist, ist gegen alle eigentlich Eis gut. Das ist schon so das, was ich mir schon mal merken konnte. Okay, ihr macht ganz schön gut Schaden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier gut durchkommen. Jo, was hast du da für einen Hammer, Bro? Der Glöckner einfach, Junge. Kranker Typ. Aber hey, auch das haben wir geschafft. Trotzdem viel Schaden genommen, eventuell doch besser arbeiten mit einem Schild. Das werde ich jetzt als nächstes mal ausprobieren. Ob das Schild eventuell da wirklich das Beste ist. Öffnen. Was haben wir hier Schönes drin? Schwere Armbrust. Schmeckt. Nehmen wir das Schild mal mit. Und den Zauberstab darf... Nicht den Äther-Zauberstab. Nein, den ich möchte. Packen wir mal so rein. Dauert dadurch vielleicht ein bisschen länger. Im Tempel sucht das Gift dich aus. Oh, Bro. Hallo, Schlange. Weil ich glaube, das Schild ist halt echt heftig. Und ich sollte öfter sowieso mit dem Schild arbeiten. Dadurch kommen die jetzt an uns ran und können uns angreifen. Aber das ist, glaube ich, besser, weil faktisch verlieren wir am Ende weniger. Weil wir sau viel einfach aushalten können durch das... Ja, das ist, glaube ich, smart. Das ist, glaube ich, smart, was ich hier tue. Danke, dass ihr mich dem Schild näher gebracht habt. Wirklich, das Schild ist richtig, richtig stark. Weil, guck mal, wir haben noch nicht ein Leben verloren und sind jetzt schon bei 3. Jetzt werden wir Leben verlieren. Ja. Jetzt werden wir ziemlich viel Leben verlieren. Alter, wie viele Debuffs kann ich da unten eigentlich haben, bis die Leiste voll ist? Junge, what is happening, bro? Ich mache immer einen Schaden weniger, ne? Just saying. Junge, Junge, Junge. Yo, wer ist er denn jetzt? Der Schlangenhändler! Lecko. Kommt da jetzt die ganze Zeit neue Schlangen raus. Warum fliegt die? Bro! Eine fliegende Schlange! Was ist das für eine kranke Scheiße? Okay, ich glaube tatsächlich, dass es hier jetzt darauf ankommt, schnell zu sein. Da, ganz falsch.
Weil wir müssen ja irgendwie anders da hinten dran kommen. Und da kommen wir nur dran, wenn wir schnell genug angreifen. Ja, hier ist das auf jeden Fall besser, mit der Armbrust auch noch reinzuknallen. Zack, 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 damit wir den Schlangenhändler auch kriegen. Alright, aber sonst hat das mit dem Schild gut funktioniert. Außer man muss halt schnell dahinter auch noch angreifen. Okay, es läuft doch gut. Es läuft doch gut bisher, Freunde. Es läuft sehr, sehr gut, wirklich. Ich habe jetzt nur echt enorm Angst vor dem Boss. Ein großer Oh, Steinzauberstäbe. Mmh, das schmeckt. Mmh, mmh. Lecko, lecko. Okay. Tempel. Weiterhin einfach nur im Tempel, Freunde. Ihr wisst Bescheid. 361. Versuchen wir es nochmal so. Wenn es wirklich komplett kacke lang gleich läuft, wir müssen uns immer zurückdenken, weil das vergesse ich jedes Mal, bevor ich losgehe. Wir können uns Tränke machen. Tränke sind sehr wichtig. Tränke sollte man sich machen. Wir können, glaube ich, unseren Eiszauberstab sogar... Nee, wir haben nur eine Eisrune noch. Also den können wir leider nicht upgraden oder mitnehmen oder irgendwas. Ihr seid ganz schön scheiße, wisst ihr das? Ihr seid mega kacke. Yo, macht dir viel Schaden. Ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass bei denen eventuell die Armbrust smart wäre. Ich habe nämlich nur noch 3 Leben. Ja, bei denen ist die Armbrust ist, ja, mhm. Bei denen nehmen wir dann die Armbrust bitte in die Hand. Und zwar so. So können wir da jetzt ein bisschen durchswitchen, weil gegen die finde ich das immer noch ganz gut, dass wir das Schild oben haben, weil das kann halt zum Verfehlen sorgen oder uns heilen im Zwischenfall. Aber gegen euch, Fratzen, will ich lieber euch schnell aus dem Weg räumen. Boah, ihr seid trotzdem echt ganz schön nervige Kreaturen. Wenn man euch das einfach mal so ins Gesicht sagen darf. Au. Wie viele von euch stehen da? Eieiei. Das ist gemein. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt so schnell angreifen, dass wir durchkommen. Weil ich bezweifle das irgendwie sehr. Da brauchen wir noch eine andere Taktik. Das funktioniert so nicht. Aber nur Frost ist gegen die gut. Okay, gut, da werden wir jetzt noch nicht durchkommen. Da kommen wir... Das ist noch zu schwierig. Das ist noch zu schwierig. Wir müssen auf jeden Fall unser Ice-Game upsteppen. Definitiv. Aber wir haben nur noch eine Eisrune, was das ein bisschen problematisch macht. Well, that's a bummer. That's a big bummer. Drei Schaden, 6 gegen Giftfeinde. Ja. Könnten noch einen Eisstab herstellen, dann hätten wir so einen Doppel-Eisstab, aber das bringt uns ja auch nicht so viel. Ein Schild mit einer Eisrune wäre vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Aber eigentlich will ich das Vitalitätsschild behalten. Schwierig, schwierig. Aber Freunde, wir haben trotzdem heute sehr viel geschafft. Wir sind auch in einem komplett neuen Gebiet gelandet. Deswegen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.